Die Sendung heute im Gespräch wird Ihnen präsentiert von der Schaffhauser Kantonalbank. Im heutigen Gespräch zu Gast ist heute die weltberühmte Clownin Gati Hutter. Die Schweizerin ist im Moment mit ihrem Programm «Die Schneiderin» auf Tournee und macht heute und morgen halt Schaffhausen. Wir haben die 58-jährige Clownin getroffen und mit ihr über ihr Programm, über ihr Leben als Clown und über ihre Erlebnisse in den letzten 30 Jahren auf der Bühne geredet. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind heute vor dem Schaffhauser Stadttheater und zwar mit der weltberühmten Clownin, der Gati Hutter. Gati, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Wir sind heute mal auf einer speziellen Bühne. Ja, sehr kann man schön, sagen. Ja. Es ist ein sehr hell erleuchtet. Also wobei eben gratis Strom. Eben, du bist ja seit 30 Jahren bist du auf der Bühne. Du bist im Moment unterwegs mit dem neuen Programm «Die Schneiderin». Schlüpfst da in eine Rolle von einer Schneiderin, die aber zum Scheitern verurteilt ist. Wie bist du zu dieser Rolle gekommen? Also es ist meine alte Figur, die ich schon jetzt eigentlich seit der tapferen Hanna, seit der Wäscherin und dann ist sie Sekretärin und dann ist sie Soufflöse und Mausohren. Das mal ist sie Schneiderin und eigentlich bin ich über Umweg über die Schneider gekommen. Also am ganzen Anfang von dem Stück war ein grosses Segel, wo ich nach einem Segelreis auf einem Segelboot geschenkt bekommen, weil es ein bisschen Riss hatte. Und dachte, das wäre schon ein schönes Bühnenbild. Mhm. Und dann zuerst gefunden, ja gut, Piratin. Und dann, ja, das ist alles so schon gemacht. Und auf der anderen Seite ist ja die Person, die das Segel näht. Das wäre dann Schneiderin. Mhm. Und da ich eben auch noch so aus dem Schneiderhaus komme, hat sich dann das ziemlich schnell aufgedrängt und es war dann auch sehr ergiebig. Mhm. Also eben deine Eltern, die haben das ja gehabt, so ein Schneideratelier. Hat dich das so geprägt? Ich habe als Kind viel, also mein Schlafzimmer war gerade neben dem Atelier und habe als Kind viel mit ihnen Knöpfen und Faderspulen und Kreiden und Scheren. Und die Knöpfe waren ja immer die gleichen, einem Faden aufgereiht. Und je nachdem, da hat es dann so die Perlmutterknöpfe gegeben und die Hirschhornknöpfe oder, und dann die schäbigen und die Armerknöpfe, die Hemperknöpfe und so. Das hat eigentlich ganze kleine Welten gegeben mit denen, was welcher Knopf war. Aber jetzt deine Rolle, die du hast als Schneider, ist ja jetzt eben nicht die glückliche und erfolgreiche Schneiderin. Ja. hast du das irgendwie auch gespürt vom Elternhaus her? Also irgendwie, dass du vielleicht solltest das machen, aber eigentlich nicht wirklich hast willen? Also mein glücklich und erfolgreich ist nicht lustig. Mhm. Das wäre ja das, was alle anstreben. Und der Clown ist für mich eigentlich die Figur, die eben das Scheitern an und für sich darstellt. Also der Traum ist riesig und die Unmöglichkeit, das zu realisieren, ist schon. Also ich würde sagen, bei mir, würde sagen, von meiner Herkunft her, ist das übliche Masse Glück und Unglück da gewesen. Also so, ich tue das nicht übersetzen. Also ich tue nicht meine eigene Biografie im Stück verwerten. Du bist dich nicht selber im Stück. Nein, nein. Aber als Clown suche ich natürlich einfach das grösstmöglichste Unglück. Mhm. Weil ich meine, über das Unglück holst du das Gefühl der Leute. Und wenn du dann eben so trüllst, dass es komisch wird und den Lacher hast, dann kann das Unglück auch wie in eine Entspannung führen. Also es bleibt dann nicht dort hocken, sondern ich glaube, der Clown ist eigentlich die Figur, die mit dem Unglück geht und eben auch sagt, ja, ja, es ist alles ganz schlimm, aber es geht uns trotzdem gut. Aber du beschäftigst dich schon im normalen Leben auch mit dieser Frage. Also das heisst ja auch in diesem Stück jetzt mit dieser Schneiderin die Endlichkeit des Seins, oder? Ja. Ja, es geht. Wie soll ich sagen, ihre Endlichkeit klopft an der Tür und sie will nicht gehen. Und das ist, glaube ich, auch, das ist so das Urdrama und das Urthema von uns allen. Wir sind irgendwann müssen wir gehen und es will ja niemand gehen. Mhm. Und sie macht das auf clowneske Art. Also sie handelt dann mit dem Gegenüber einfach noch ein bisschen Zeit und schießt natürlich, wo sie kann. Und, also es ist ein vergnüglicher Abend. Wie viel Zeit brauchst du, bis so ein Programm startet? Also bis du auch völlig in dieser Rolle drin bist? Also, was die Schwierigkeit ist, dass du eine Geschichte kannst konstruieren, die einen Abend lang hält. Also eine Idee
meistens ein Gag oder eine Idee, das gibt 5 Minuten und dann ist sie erzählt. Und du musst dann eigentlich einen Abend lang eine Geschichte erzählen oder 70 Minuten, wo Hand und Füße hat, wo einen Anfang hat, wo ein Drama hat, wo die Leute wirklich da sitzen und sie wollen dir eine Stunde lang zuschauen. Mhm. Und sie hat nicht nach 5 Minuten, ja, ist jetzt das, ja, haben verstanden, ist jetzt gut. Also, und das ist der grosse Aufwand, da arbeite ich eigentlich ein Jahr dafür. Mhm. Und wie sieht denn so ein Tag aus? Also bist du da immer am also schlüpfst du da jeden Tag in eine Rolle ein oder wie läuft das? Also am Anfang sitzen wir vor allem am Tisch und denken und reden und reden und denken, dass bis uns der Rauch aus dem Kopf steigt, um einfach szenisches Material zu bekommen. Also ich eben habe die Idee, dass der Tod kommt und sagt, es ist Zeit für dich. Und ich, ja, Moment, aber noch die letzte Mahlzeit, noch Zigaretten, noch, muss da noch ein bisschen aufräumen oder ich muss da noch da und muss da noch Sepp. Und dann einfach, ja, was, jetzt geht der Vorhang auf und dann, was mache ich? Und das ist, es ist ja dann eben das Paradox, dass wenn es dann eben klingt, dann siehst du die Anstrengung nicht mehr. Dann denkst du, es ist ein lustiger Abend. Ja, es kommt eins aus dem anderen raus, dann ist alles irgendwo logisch, es macht Sinn. Und die Arbeit ist, dass das so selbstverständlich wird, dass man sich gerne nicht fragt. Und dass man die Leute wirklich abnimmt. Ich spiele ja ein grosses Drama auf der Bühne, dass man mir das glaubt. Also das schaffst du ja. Du faszinierst die Leute. In 24 Ländern bist du, glaube ich. Ja, ja. Du machst es seit 30 Jahren, stehst du auf diesen Bühnen. Was ist für dich das, was es dir eben gibt, dass du zufrieden bist mit dem? Also ich finde es natürlich etwas vom Schönsten, wenn du kannst wirklich so ins tief Menschliche hineingehen und in dem hinein wühlen, wo ich bin ja mit ihm begriffen. Also ich bin ja auch jemand, der sucht, so irgendwo ein bisschen möglichst glücklich durchs Leben zu kommen und halt immer wieder muss in den Abgrund schauen. Oder muss, und das ist ja einfach Schicksal von allen. Also ich glaube, niemand hat einfach ein helles, grades Leben, sondern wir haben mit vielem zu kämpfen, wo wir nicht zufrieden sind oder wo wir uns nicht geachtet fühlen oder wo wir das Gefühl haben, wir kommen zu kurz. Also, und als Clown ist das Thema und das einfach so verdichten und so vertiefen und aus dem muss er dann eigentlich Fröhlichkeit schaffen. Also ich meine, das kommt auf mich zurück. Also ist das ein bisschen Therapie, Clown sein? Also du löst vielleicht 2 Probleme von dem, aber du kommst 10 andere über. Also okay. Glaub, wenn man aus Motiv Eigentherapie will, Clown werden, dann ist das wirklich ein ganz falscher Beruf. Es ist wirklich knallharte Arbeit. Aha. Knallhart? Wie? Ja, bis du einen Gag hast, also bis du überhaupt die Idee hast, da bist du manchmal einfach tagelang am Suchen. Und manchmal musst du einfach aushalten, dass du keine Idee hast. Aber so, weißt, bist du so in der Nähe und wenn du dann einen hast, dann musst du ihn 100 Mal wiederholen, bis du ihn fast nicht mehr kannst hören. Also bis so ein Stück perfekt ist, da arbeiten wir zu vielen. Einfach Monate. Und bist du da auch so eine kleine Perfektionistin, oder? Ja, es muss sein, weil der Lacher, ich glaube, bei der Tragik gibt es so ein graues Feld beim Lachen. Also entweder versteht man es und lacht oder nicht. Es ist wie bei einem Blatt Papier die Oberkante. Es muss so genau stimmen. Wenn nur der Rhythmus nicht stimmt oder wenn er falsch aufgebaut ist, dann kommt der Lacher nicht. Und den kannst du ja nicht anzwingen. Also es kann jemand schon tun, wie wenn er etwas lustig findet und so ein bisschen dazu lächelt. Aber im Theater macht er das niemand. Also entweder ist es lustig oder nicht. Und das muss perfekt sein. Jetzt in diesen 30 Jahren, du hast gesagt, es ist ein knallhartes Geschäft, auch wenn es wunderschön ist für dich. Hat es gleich Momente gegeben, wo du so an deine Grenzen gestoßen bist und gesagt hast, wieso bin ich überhaupt die weltberühmte Clownin? Das gibt es sicher. Also, es ist aber nicht eigentlich auf der Bühne, es ist mehr das Umreisen, jeden Abend in einem anderen Hotel, in einem anderen Ort, mit anderen Leuten, ein anderes Restaurant, eine andere Küche. Das kann manchmal sehr ermüdend sein. Und so. Und da muss man einfach, jetzt kommt es auf die Dosierung drauf an. Also, ich muss einfach, und jetzt habe ich wieder ein bisschen zu viel geschafft, von dem her bin ich... Könnte jetzt, also wenn ich jetzt ein bisschen tiefer gehen und schürfen, könnte ich also auf die Idee kommen, vielleicht ist es, könnte ich ja doch ein Problem. Nein. Ich weiss jetzt bin ich müde. Und wenn ich zu müde bin, dann verbiete ich mir das Denken. Dann muss ich zuerst mal ein paar Tage ausruhen und dann überlege ich mir wieder. Aber ich kann eigentlich, also ich schätze mich eigentlich eher
glücklich, dass ich diesen Beruf habe, weil ich kann in diesem Beruf alle Seiten von mir rein tun. Er fordert mich immer wieder raus. Aber ich finde ihn inspirierend. Und ich bleibe so am Denken. Also ich bleibe neugierig, weil ich muss, ich habe immer wieder neue Probleme oder ich will etwas Neues darstellen. Oder, also ich finde das ein Geschenk, wenn man am Lebendigen arbeiten kann. Mhm. Was waren so die Höhepunkte gewesen, oder der Höhepunkt in diesen 30 Jahren? Also es sind jetzt schon die 7 Premieren von 7 Stück. Und dann, also ein Höhepunkt ist sicher, dass ich im Bundeshaus war, also wo ich im Nationalrat als Putzfrau konnte. Politik aufmischen. Ein bisschen sauber machen. Das sind so einmalige Gelegenheiten, die passieren da. Also, dass ich als Hofnarr quasi im Zentrum der Macht den Löli machen kann, das ist natürlich ein Fressen für mich. Den Löli machen, das ist ja eigentlich das Erste, was einem so in den Sinn kommt, ja. Bei einem Clown. Aber ja. Das ist ja nicht alles. Nein, das sind so Umschreibungen. Aber sie sind auch wahr. Ich mache den Löli, ich werde einfach gut zahlt dafür. Das ist ja dann wieder raffiniert, oder? Hast du das als Kind schon gehabt, so den Löli machen? Schon, aber nicht, also es war jetzt nicht so auffällig, gewesen, dass alle gefunden haben, die werden mal einen Clown. Also das war mehr eine Erwachsenenentscheidung. Gewesen. Ich habe so viel probiert und alles hat mir nicht gepasst, dass ich dann schlussendlich mit Ausschluss von allem anderen dort hergekommen bin. Und da hat es mich dann plötzlich gepackt. Und dann sind wir alle Geister da gewesen und wollten das machen. Wenn man dir zuhört, dann merkt man, du bist überhaupt noch nicht müde, obwohl du das 30 Jahre machst. Also ja. Sehen wir dich noch ein paar Jahre. Ja. Es gibt keinen Grund zum Aufhören. Also, es ist ein altersfreundlicher Beruf. Ich finde, alte Clowns haben viel mehr so Innenleben und Ausstrahlung. Das kann nur besser werden. Dann sind wir gespannt auf alles, was noch kommt von dir, Gadi. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Danke dir auch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche noch ganz einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Die Sendung «Heute im Gespräch» ist Ihnen präsentiert worden von der Schaffhauser Kantonalbank.